Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirbellosen Paradies TV. Heute sind wir bei den Skorpionen unterwegs und zwar bei Heterometrus petersi, den asiatischen Waldskorpion oder auch Thai-Skorpion genannt. Ich erzähle euch ein bisschen was über diesen netten Kerl, der hier unter der Rinde hockt. Ein Männchen, ca. 9 bis 10 cm groß. Und vielleicht hat der eine oder andere ja auch Lust, sich mal so ein Tier zuzulegen. Es sind Einsteigertiere, also wirklich tolle, tolle Geschöpfe. Und ich starte wie immer mit den Fakten. Die Art kommt aus dem Regenwald in Laos, Vietnam oder von den Philippinen, lebt dort unter Steinen, Rinden, Wurzeln, große Wohnhöhlenanlagen von Nagetieren zum Beispiel. Also, die haben ein breites Spektrum, wo und wie sie sich verstecken. Es sind nacht- und dämmerungsaktive Tiere, das heißt, am Tag haben wir nicht so viel von ihnen. Wenn wir abends vielleicht ins Terrarium ein Moonlight hängen, dann können wir sie auch gerne beobachten, wie sie durchs Terrarium streifen. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Die Tiere können bis zu 12 cm groß werden. Die Temperatur am Tag sollte zwischen 25 und 30 Grad liegen. So 28 wäre super. Nachts Zimmertemperatur 20 Grad. Es sollte auf keinen Fall die 18 Grad unterschreiten in der Nacht. Also ein bisschen aufpassen. Die Luftfeuchtigkeit 70-80% im Tag, genauso wie in der Nacht. Bitte auf Staunässe achten, das mögen die Tiere nicht so gerne. Also alle 2 Tage mit lauwarmem Wasser sprühen ist super. Zu fressen bekommen die Tiere handelsübliche Futterinsekten, Schaben, Heimchen, Grillen, Heuschrecken, Mehlwürmer und Zopulas bitte nur ab und zu füttern. Das ist wie Bonsche bei uns, bei Menschen. Wenn wir zu viele Bonsche essen, sehen wir irgendwann aus wie Schweinchen dick. Und so ist das bei diesen Tieren auch. Also bitte Zopulas und Mehlwürmer ab und zu, aber keine Dauerfütterung mit diesen Sachen. Zum Terrarium. Das Terrarium sollte für 2 Tiere 50x50x50 betragen, für eine Gruppe von 4 bis 5 Tieren 100x50x50, also 100 cm x50x50 cm. In dieses Terrarium brauchen wir eine Bodenschicht, ein Sand-Erde-Lehm-Gemisch, kann ruhig ein bisschen fester sein, der ganze Boden, denn die Tiere graben gerne Wohnhöhlen, deswegen muss der Bodengrund so 15 bis 20 cm sein. Wenn ihr sagt, ich habe ein Terrarium, wo ich nicht so eine hohe Bodenschicht einfügen kann, ist das kein Problem. Dann macht ihr 10 cm und legt viele Steine drauf. Korkröhren zum Beispiel oder Baumrinde, eine Wurzel, wo sie sich drunter verstecken können. Dann können sie sich etwas eingraben und nutzen diese Verstecke dann eben super. Zur Giftigkeit dieses Skorpions kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es fühlt sich an, als hätte man 2 Wespenstiche auf einem Punkt. Ich weiß nicht, wer schon mal das Glück gehabt hat, 2 Wespenstiche an einem Punkt zu haben. Der Schmerz ist unangenehm, aber er ist jetzt nicht so stark, dass man die Wände hochlaufen möchte. Es tut weh, ganz klar, wir sollten diese Tiere auch mit Respekt behandeln und nicht als Spielzeug rein raus aus dem Terrarium. Es sind Schauinsekten, Leute, die kann man sich im Terrarium anschauen, aber eben nicht rumhantieren oder irgendwo hinsetzen und ja, was weiß ich, was für kranke Gedanken es gibt. Für Allergiker kann dieses Gift dennoch sehr, sehr gefährlich werden. Das heißt, wenn jemand gegen Wespenstiche, Bienenstiche allergisch ist, sollte er ja von diesen Tieren Abstand nehmen. Leute, das geht um euer Leben, wenn jemand allergisch ist. Also, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Solltet ihr noch Fragen haben zu diesen tollen Geschöpfen, gerne unter die Kommentare schreiben. Einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Und nicht vergessen, teilen, liken, abonnieren. Und wir sehen uns am Sonntagabend zu einem neuen Livestream.
Ja, der Kollege hat sich jetzt nicht viel bewegt. Ich werde jetzt einfach mal so assi sein und mit dem Stock hier einmal kurz antippen, damit ihr auch seht, dass der tatsächlich lebendig ist. Da. Ne? Also ich werde ihn jetzt nicht zu doll piesacken, aber eben mal kurz zeigen, dass wir hier kein Standbild haben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Samstag und ich sage wie immer, ciao.